Liebe Freundinnen und Freunde, einer von denen, der eilig, nicht verweilend hier vor 5 Minuten vorbeigeeilt ist, ist Baubürgermeister Matthias Hahn. Den möchte aus gegebenem Anlass, weil er nicht verweilt hat, sondern vorbeigeeilt ist, Hans Heidemann ein paar kurze Worte ins Stammbuch schreiben. Liebe Mitstreiter für den Erhalt des Kopfbahnhofes, Rostbrühe und kein Ende. Ihr wisst, dass letzte Woche Montag ein duppeliger LKW-Fahrer die blauen Rohre in der Jägerstraße umgefahren hat. Und was ist rausgelaufen? Rostwasser. Gott sei Dank war die Stuttgarter Zeitung schnell zur Stelle und hat Bilder davon genommen, sodass jedermann sich überzeugen kann, dass es kein klares Wasser ist. Viele von euch haben ja den Bürgermeister Hahn und auch das Umweltamt angeschrieben und haben sich beschwert über diese Rostbrühe, die in den blauen Rohren geführt wird und in den Untergrund des Heilquellenschutzgebietes versenkt werden soll. Und was habt ihr an Antwort bekommen? Ein zertifizierter Probenehmer hätte klares Wasser aus diesen Rohren rausgezogen. Es sei alles unbedenklich. Das sind die Fakten, an die wir uns halten. So das Amt für Umweltschutz Stuttgart. Wir Ingenieure 22 haben schon Anfang des Monats an das Amt für Umweltschutz geschrieben und um ein Gespräch gebeten, um ein Aufklärungsgespräch. Wir wollen die Ergebnisse wissen und wir wollen die Bewertung wissen, wieso das unbedenklich sei. Am Donnerstag kam die Antwort von der stellvertretenden Amtsleiterin Frau Mauch. Die schrieb uns, dass sie ja bereits mit einer Anfrage der Grünen gleicher Sache sehr beschäftigt seien, sehen Sie im Moment keinen Anlass, mit uns zu sprechen. Ich habe ihr zurückgeschrieben und auf diesen Unfall hingewiesen, habe Bilder dazugelegt und habe die Frage gestellt, wie erklären Sie, wie ein zertifizierter Probenehmer klares Wasser aus einer Leitung herausnimmt, das nachweislich Rostbrühe enthält. Auf die Antwort bin ich gespannt. Die Rostbrühe kann der Tropfen sein, der dieses schändliche S21-Fass zum Überlaufen bringt. Aber da müsst ihr alle mitwirken. Ich bitte euch inständig, jeder sollte Briefe schreiben an den Bürgermeister Hahn, an das Amt für Umweltschutz Geiseichstraße 4 und sich über diesen Sachverhalt beschweren. Die sollen ersticken in Briefen, denn nur so auf politischem Wege kriegen wir dieses zum Absterben. Vielen Dank, oben bleiben. Vielen Dank, Herr Heidemann. Thank you.